Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich euch mal ein weiteres Q&A geben, denn ihr habt mir in der letzten Zeit wieder viele, viele Fragen gestellt, um nicht sogar zu sagen, diesmal vielleicht sogar noch die ein oder andere mehr, worüber ich mich sehr gefreut habe. Natürlich könnte ich dieses Video auch irgendwo wieder zu Hause im Studio aufnehmen, von einer schönen weißen Wand und so, aber nein, ich habe mir mal wieder eine schöne Kulisse organisiert und zwar bin ich hier am Playa Negra, dem schwarzen Strand. Das Ganze hier ist auf der Karibikseite in Costa Rica. Die Panama-Grenze ist gar nicht so weit da hinten, 50 Kilometer. Nun gut, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal mit der ersten Frage an. Wie viel Zeit nimmt das Filmen bei dir in Anspruch auf deinen Reisen? Das ist eigentlich ziemlich schwierig überhaupt in Zeit aufzumessen, weil es läuft irgendwie so unterm Radar, manchmal auch überm Radar, einfach immer so mit. Also zum Beispiel die Kamera, die ich vorne in der Windschutzscheibe habe und meine Autofahrten filmt, naja, die ist da halt fest installiert. Man drückt mal nebenbei aufs Knöpfchen, wenn eine schöne Szenerie kommt, lässt man sie laufen und wenn man sagt, naja, ist jetzt nichts mehr, dann stellt man es wieder ab. Das läuft also so nebenbei her. Ansonsten kann man wirklich nicht in Zeitaufwand beziffern, geht einfach nicht. Es läuft einfach immer so mit. Die nächste Frage, setzt du dir eine Budgetgrenze bei deinen Reisen oder planst du da frei nach Schnauze? Naja, also wenn ich mal so auf die Karte gucke und mir die Größe des Landes vor Augen führe, dann sage ich mir, das darf ungefähr so und so viel kosten und das darf ungefähr so und so viel kosten. Dann sucht man sich raus, was ein Flug kostet, dann sucht man sich raus, was ein Auto kostet. Jede Hotelübernachtung, sage ich mir, bis 80 Euro ist alles in Ordnung. Natürlich darf eine mal teurer ausfallen, wenn im Gegenzug dann wieder eine andere günstiger ausfällt. Also ich habe da immer so eine gefühlte Grenze sozusagen, auch je nach Landesgröße. Manchmal weiß man ja auch, dass gewisse Länder günstiger sind, zum Beispiel Asien. Da darf es dann meiner Meinung nach nicht so viel kosten, aber das kommt halt immer so drauf an. Wie transportierst du dein Equipment auf der Reise? Meine Erfahrung zeigt, dass mein Handgepäck da schon mal 12 Kilo ist im Rucksack. Naja, zunächst, ich packe meinen Rucksack meist immer so auf 7 bis 8 Kilogramm. Und da sind natürlich die ganzen Wertsachen drin. Also hier zum Beispiel der Audiorekorder, ne? Die ganzen Ladekabel, die Kameras, je nach Land auch eine Drohne, ein bisschen Schreibkram und alles, was man so irgendwie immer dabei haben muss. Und im Prinzip ist also alles im Rucksack. Die nächste Frage, welches nicht an Deutschland grenzende europäische Land möchtest du noch bereisen? Auf jeden Fall möchte ich gerne mal nach Irland. Dann auch das Vereinigte Königreich möchte ich mit Schottland auf jeden Fall nochmal unbedingt sehen. Und ich war im Übrigen bis heute, ihr könnt es mir glauben oder nicht, noch nie in Italien. Auch Frankreich habe ich gerade so mit Metz und Reims in den 80er Jahren mal irgendwann angekratzt. Ich bin noch nie in Paris gewesen. Gut, das grenzt natürlich jetzt wieder an Deutschland. Was ich aber damit sagen will, ist, dass es auch in Europa noch sehr viel zu entdecken gibt. In den 90er Jahren war ich zum Beispiel mit meinen Eltern die ganze Zeit in Skandinavien unterwegs, auch immer schön Autotrips von Deutschland aus hochgefahren. Ich könnte mir durchaus auch mal irgendwann einen Film über Norwegen vorstellen oder mal wieder nach Hause nach Schweden, weil wir da wirklich damals fast jedes Jahr waren. Finnland finde ich persönlich auch ganz toll, war ich auch schon als Jugendlicher, als Kind häufiger. Also es gibt auf jeden Fall in Europa noch sehr viel zu entdecken. Die nächste Frage, wie wäschst du deine Wäsche, während du auf Reisen bist? Naja, also das ist zum einen auch ein bisschen tricky. Also ich sag mal, als ich damals in Japan war. Japan, ne, das Land der Automaten, es gibt überall Getränkeautomaten. Bei den Hotels hat man überall Waschautomaten. Und da habe ich, glaube ich, bei ein oder zwei Hotels dann tatsächlich auch mal ein bisschen Wäsche vor Ort gewaschen, schmeißt man ein paar Yen rein und so und die Klamotten waren wieder sauber. Bei den Reisen in andere Länder habe ich es bisher eigentlich immer so gemacht, genug Zeug mitnehmen und dann wäscht man das Ganze einfach zu Hause. Die nächste Frage, die mir gestellt wurde, kochst du auf Reisen selber? Das habe ich, wenn man Würstchen warm machen als Kochen bezeichnen mag, tatsächlich bisher eigentlich nur in Neuseeland mal im Campervan gemacht. Und ansonsten, meistens gehe ich irgendwo mal in den Supermarkt oder ich gehe einfach mal irgendwo in ein Restaurant. Fastfood ist gelegentlich auch eine Option. Also Kochen eigentlich auch in Ermangelung von den Möglichkeiten findet meist nicht statt. Wobei man noch dazu sagen muss, gerade hier so die Flugzeugreisen, ich habe ja nicht meine Kühltasche dabei, die ich tatsächlich gerne dabei hätte. Deswegen finde ich das auch so schön, wenn man mal so zum Beispiel in Deutschland rumreist oder eben auch in Europa und man tatsächlich von zu Hause aus startet. Man nimmt einfach die Kühltasche mit, kann wenigstens ein paar Sachen kaltstellen, könnte sich sogar vielleicht einen Campingkocher mitnehmen, wäre auch eine Option. Aber hier so gerade bei Flugzeugreisen, da bräuchte man schon ein passendes Apartment, dass man da eben auch eine Kochstelle hat. Die nächste Frage, die mir gestellt wurde, warst du schon mal in einer so schlechten Unterkunft, dass du sie gewechselt hast? Klare Antwort, nein. Muss ich das jetzt noch ausführen? Also, es waren schon manchmal echt ganz schön krasse Kaschemmen dabei. Aber ich habe da so einen Effekt, den ich bei mir immer feststelle. Je
heruntergekommener die Bude ist, desto besser schlafe ich. Frag mich nicht warum. Kommen wir zur nächsten Frage. Planst du deine inzwischen ja zahlreichen Reisen mal in Buchform zu veröffentlichen? Also ich sag mal so, Material dafür, auch in Textform, hätte ich, kilobyteweise, megabyteweise jetzt wahrscheinlich nicht, aber kilobyteweise auf jeden Fall. Wahrscheinlich würden meine Tagesberichte, die ich vor Ort mir aufschreibe, durchaus mal auch ein Schriftstück füllen. Bisher habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Die nächste Frage, wie suchst du die Musiktitel aus? Kennst du die schon vorher, weil du sie schon mal gehört hast, oder durchstöberst du das Internet nach rechtsfreien Musikstücken, die zu deinen Videos passen? Also ich nutze da immer, oder wie ich das gerne bezeichne, das mehrfache Trichterprinzip. Wenn ich manchmal so Langeweile habe irgendwie zu Hause und weiß nicht, was ich machen soll, dann fange ich an Musik zu suchen und dann schmeiße ich die erstmal bei mir auf die Platte. Und dann liegen die da erstmal. Und manchmal 2-3 Wochen später, dann mache ich das wieder. Oder ein halbes Jahr später, dann mache ich das nochmal. Wenn es dann irgendwann tatsächlich mal zu einem Reisefilm kommt und ich dann so langsam aber sicher in die Bearbeitung einsteige, dann gucke ich mir mal oder höre ich mir nochmal das an, was ich so in den letzten Monaten, Jahren heruntergeladen habe. Das ist ja praktisch schon eine Vorauswahl. Und dann wähle ich wieder aus. Also praktisch der zweite Trichter, wo man mal das Zeug reinsteckt. Ja? Also es ist so ein mehrstufiges Auswahlsystem. Ich mache das nicht unmittelbar für den Film, sondern so in mehreren Schritten und Stufen. Und vorher kennen tue ich sie eigentlich nicht. Außer für den Namibia-Film, da hatte ich schon vorher ein Set zusammen, wo ich sagen muss, genau das wollte ich für meinen Film haben und habe es dann tatsächlich dafür auch eingesetzt. Die nächste Frage, wie buchst du deine Flüge? Online oder gehst du altmodisch ins Reisebüro? Naja, das mache ich mittlerweile schon klassisch online. Reisebüro wäre ich viel zu faul für, irgendwo hinzufahren und mich dann da, ja, nee, eigentlich nicht. Also das macht man alles in einer ruhigen Minute, mal so am Feierabend oder am Wochenende. Meistens ist es ja auch so, dass meine Reisen irgendwie die Planungsphase in etwa immer so 3 Wochen bis ein Vierteljahr in Anspruch nimmt. Ich recherchiere viel, ich lese viel, ich gucke mir YouTube-Videos an, wie sieht es da vor Ort aus. Deswegen bin ich eigentlich auch nie unvorbereitet, wenn ich in ein Land komme. Ich weiß schon in etwa, wo was ist. Und ja, wenn dann der Entschluss gefallen ist, dass ich sage, jo, das will ich mir doch mal wirklich mal in Natura ansehen, dann geht man auf eine passende Flugsuchmaschine und ja, bucht den Flug. Ansonsten, wie ich eine Reise plane, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Schaut mal bitte da oben. Die nächste Frage. Hast du schon mal etwas im Hotelzimmer vergessen? Ja, aber eigentlich nur ein einziges Mal. Und zwar den Stromsteckeradapter, den man ja braucht. Und zwar war das, glaube ich, in einem Hotel in Malaysia, wenn ich mich recht entsinne. Naja, als ich dann nach Hause gekommen war, habe ich das Ding einfach neu gekauft und dann hatte ich wieder eins. Die nächste Frage. Jetzt scheint die Sonne hier gerade so ein bisschen drauf. Wie ist das bei dir mit dem Jetlag? Ist der Jetlag bei dir ausgeprägt oder milde? Das ist unterschiedlich. Und ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, fliegt man nach links weg oder fliegt man nach rechts weg? Und also kann ich eigentlich keine eindeutige Antwort drauf geben. Also ich finde es eigentlich, wenn man nach Hause kommt, ist es viel schlimmer, als wenn man im fernen Land ankommt. Natürlich braucht man schon so 1 oder 2 Tage, bis die innere Uhr wieder gestellt ist. Und ich finde es auch wichtig, insbesondere wenn ich wieder nach Hause komme, mindestens noch mal eine Nacht im eigenen Bett, um dann erst danach wieder arbeiten zu gehen. Und ansonsten, also sonst würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Kommen wir zur nächsten Frage. Steht bei dir auch irgendwo mal die Route 66, also in den USA, auf dem Programm? Darf ich die Frage noch ein bisschen erweitern? Sagen wir es mal so, als ich damals mit meiner Reisetätigkeit angefangen habe, da stand natürlich erstmal Nordamerika im Fokus, also die USA und Kanada, und war dann ja auch dementsprechend einige Male drüben gewesen. Natürlich bin ich da im Leben noch nicht fertig. Ich habe mir aber irgendwann die Frage gestellt, nur Nordamerika, nur Kanada? Ist das nicht ein bisschen langweilig? Es gibt doch sicherlich noch viele, viele andere Ecken, die mindestens genauso toll sind. Und deswegen habe ich mir dann eben auch gefragt, in welchen Ländern geht denn das mit dem Konzept Mietwagen und Hotel auch? Naja, das Ergebnis seht ihr hinter mir, Costa Rica. Und es hat natürlich auch in vielen anderen Ländern geklappt. Kambodscha, Thailand, Australien natürlich, Neuseeland. Und ihr müsst dann nur mal auf meinem Kanal schauen, da gibt es viele Beispiele. Allerdings habe ich mir gesagt, wenn du irgendwann mal mit diesen vielen anderen Zielen, wer weiß, was da noch kommen mag, fertig bist, in Anführungsstrichen, dann fängst du wieder von vorne an. Also dann kommt vielleicht mal wieder ein bisschen mehr noch die USA in den Fokus. Route 66 finde ich zum Beispiel ganz spannend. Ich fände es auch mal ganz toll, mal von links nach rechts zu fahren, also zum Beispiel nach New York zu fliegen und mit dem Auto dann irgendwie nach Los Angeles zu fahren, fände ich auch geil. Oder die Gegenrichtung sozusagen von Seattle bis nach Florida, fände ich auch mal klasse. Und Utah möchte ich eigentlich auch gerne nochmal hin. Also die USA sind im Leben noch nicht fertig. Dann hat mich jemand gefragt, hast du eine Lieblings-Airline und nutzt du Bonusprogramme? Eine Lieblings-Airline? Ja, es gibt welche, wo ich schöne Erinnerungen dran habe. Zum Beispiel Emirates. Die Qantas finde ich auch toll.
Und auch die KLM, das war auch damals der Flug rüber nach Lima, nach Peru. Da erinnere ich mich auch, der Service, der war absolut vorzüglich gewesen. Und Singapore Airlines, da erinnere ich mich, dass der Flieger schon fast Schlagseite hatte, weil die da so viel zu essen ausgeteilt haben. Da war ich so vollgefuttert in der Luft. Deswegen musste das eine Triebwerk ein bisschen schneller laufen, damit das wieder ausgeglichen war. Nein, Scherz. Nee, also es gibt schon so einige Fluglinien, wo ich sage, ja, gar nicht schlecht. Bonusprogramme, Stichwort, nein, nutze ich nicht. Einfach auch aus dem Hintergrund, ich glaube, es meiner Meinung nach würde es am ehesten Sinn machen, wenn man eine Kreditkarte hat, dass man auf der Kreditkarte praktisch zentral Meilen sammeln kann. Ich habe aber eine andere Kreditkarte, wo das eben nicht geht oder die eben andere Punkte und Credits sozusagen bei einem anderen Unternehmen sammelt. Und Flüge buche ich eigentlich immer auch danach nach dem günstigsten, generell günstigsten Economy-Flug. Und das heißt, das sind diverse Airlines, ja. Und das sind dann auch wieder diverse Allianzen. Und meistens sammelt man ja immer nur bei einer Airline oder eben innerhalb einer Allianz. Und deswegen hat das Konzept für mich bisher noch nicht so ganz gegriffen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ja in Anführungsstrichen nur zweimal im Jahr mit dem Flugzeug unterwegs. Aktuell bis zum Jahr 2026 einschließlich, voraussichtlich auch nur einmal im Jahr, aufgrund noch von diversen anderen Projekten. Und meiner Meinung nach lohnt sich das für mich persönlich nicht so ganz. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Jetzt scheint leider hier die Sonne so ein bisschen. Deswegen muss ich hier mal gerade ein bisschen tricksen, muss mal gerade meinen eigenen Schatten nutzen. Was noch offen geblieben ist, wie sind die Einreise- und Zollformalitäten, wenn ich von Bayern nach Deutschland einreise? Das war natürlich für meinen Deutschlandfilm. Kommentiere ich an der Stelle nicht. Du kannst ja mal googeln. Ja, Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bei diesem Q&A. Das waren dann sozusagen erstmal alle Fragen, die mich so in der letzten Zeit erreicht haben. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Und ja, dann bleibt mir nur noch viele Grüße aus irgendeinem fernen Land natürlich zu wünschen, ne? Der Standardspruch. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und auch bitte weiter zu empfehlen. Und ich freue mich dann aufs nächste Video. Viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.